Ja, meine Damen und Herren, sehr verehrten Zuschauer, Vale SA, die brasilianische Rohstofflieferantenfirma, die so Kobol abbauen und allen möglichen Kram. Brasilien als einer der Top-Rohstofflieferanten für die Industrie. Und gestern haben wir gedacht, hey, boah, das kann ja wohl nicht wahr sein. Gab es eine Dividende, ich glaube von 13,99% oder sowas, also 14%, glaube ich. Und haben wir gedacht, wow, haben die jetzt ihre Dividende vervierfacht? Ja, tatsächlich haben die so mal viele von ihren Gewinnen wahrscheinlich ausgeschüttet, die sie, wo sie jetzt profitiert haben, durch diese Rohstoffengpässe und Rohstoffpreissteigerungen. Richtig schön fette Dividende. Da habe ich gedacht, hey, das darf ja wohl nicht wahr sein. Insgesamt bin ich mit der Position, weil ich die Firma auch davor nicht kannte, bin ich erst im Juli rein. Und insgesamt mit der Position etwas über 30% im Minus. Bin ich aber ganz einfach selber schuld. Ne? Ich meine, wenn man sich jetzt das mal auf 3 Jahre anschaut, ja, wer also quasi nach so einem Anstieg hier. Also quasi nach dem Verdoppler einsteigt, der ist selber schuld, ja, wenn es dann um 30% korrigiert. Ja, wenn also nach einem 100%igen Anstieg eine 30%ige Korrektur kommt, darf man sich nicht wundern. Aber durch die 14% Dividende bin ich ja quasi, ja, minus Steuer, bin ich ja quasi nur, naja, ungefähr 15% im Minus, ne? Also so gesehen schon echt ein dickes Trostpflaster, diese Ausschüttung von gestern. Und damit es nicht so schlimm aussieht, diese 30% Minus, habe ich einfach ein bisschen was nachgekauft bei 14. Bei 14 Dollar, sind wir gerade auf 13,95 Dollar. Dann steht ja so in meinem Account dann nur noch 20, 21% Minus, ja. Das ist halt immer so. Schön, sieht einfach schöner aus. Und bei der Dividende, ja, habe ich mir einfach entschieden. Ich nehme an, dass die auch noch, dass es sozusagen der Rohstofftrend ist, was die abbauen. Ich glaube Kobalt und Nickel und so weiter. Also ein paar Metalle, die also sehr stark benötigt werden, auch jetzt in der Elektromobilität und so weiter. Und noch eine Weile so weitergehen wird. Also die nächsten 3, 4, 5 Jahre glaube ich, dass sie auch noch Fettgewinne machen werden. Also ich habe mir dazu mal so ein paar Sachen angeschaut. Und so gesehen, ja, schauen wir mal, was daraus wird. Also ich habe jetzt da keine Probleme damit, da nochmal nachzukaufen. Ich glaube also nicht, dass dieser Anstieg hier, dass es irgendwie eine Blase war. Weil sonst hätte ich ja, sonst wären ja die Dividenden gekürzt worden, ja? Und nicht vervierfacht. Ja? Also von daher, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Und ich freue mich natürlich drüber. Ich sehe da auch keine Gründe, warum wir nicht da auch wieder steigen sollten mit der Aktie. Was meinst du dazu?